Liebe Genossinnen und Genossen, auch Schulen geben sich Leitbilder. Und ich habe hier das in der Hand von der Grundschule Fichtenwalde. Schulen nennen das nicht Leitbild, sondern Schulprogramm. Und die haben sich ein Motto vorn dran gestellt. Und das lese ich euch jetzt mal vor in Form eines Gedichtes. Ohne Netz. Man sollte Kinder lehren, ohne Netz auf einem Seil zu tanzen. Bei Nacht allein unter freiem Himmel zu schlafen. In einem Kahn auf das offene Meer hinaus zu rudern. Man sollte sie lehren, sich Luftschlösser statt Eigenheime zu erträumen, nirgendwo sonst als nur im Leben zu Hause zu sein und in sich selbst Geborgenheit zu finden. Das also, das Schulprogramm der Grundschule Fichtenwalde, das gibt ganz viele solche Lehrer, Jugendarbeiter, Eltern, Menschen, die um Kinder herum sind, die genau solch ein Erziehungsziel vor Augen haben. Und es gibt im Übrigen ganz viele Schulen, die so schon verfahren. Und es gibt im Übrigen ganz viele Kinder, die sagen, wir wollen hier nicht immer eure Zukunft sein, sondern wir leben jetzt und hier und heute und wir wollen die Rahmenbedingungen für jetzt und hier und heute gut gestaltet haben. Und genau das hat die Linke auch versucht. Es ist heute ja einiges schon gesagt worden. Wir haben die Bedingungen in Kindertagesstätten verbessert. Wir haben eine ganze Menge getan, damit Sprachförderung dort besser stattfinden kann. Wir haben die Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer um eine Stunde reduziert. Das ist in keinem anderen Bundesland passiert bisher, solange es dieses gemeinsame Deutschland gibt. Wir haben die Grundschulklassen in ihrer Klassenfrequenz reduziert. Wir haben das schwierige Projekt Inklusion, ein bisschen schwierig begonnen, aber wir haben es begonnen. Wir haben den Unterrichtsausfall noch mal versucht in den Griff zu bekommen mit dem 10-Millionen-Programm, das wir auf den Weg gebracht haben. Die guten Ergebnisse bei der letzten Untersuchung Mathematik, Naturwissenschaften, die können wir uns nicht wirklich auf die Jacke heften. Aber immerhin, wir sind ja seit 4 Jahren in Regierungsverantwortung. Die jetzt 9. Klassen, die da getestet wurden, sind genau mit unserer Regierungsverantwortung gestartet. Und es ist schon auch aufgepasst worden, dass wir sehr viel unter den 2000 Lehrerinnen und Lehrern einstellen, die aus dem MINT-Fächerbereich kommen. Und insofern ein bisschen ist es ja vielleicht doch auch, hat es mit uns zu tun. Was uns aber Sorgen machen muss, und da bin ich bei dem Grundprojekt unseres Leitbildes, ist, dass wir inzwischen auf einem der ganz hinteren Plätze gelandet sind, was den Zusammenhang zwischen Schulerfolg, Bildungserfolg und sozialer Herkunft betrifft. Das, bitteschön, das ist unsere Aufgabe als Linke, hier hineinzugehen. Und da ist unsere strategische Antwort die Gemeinschaftsschule. Und die ist eigentlich schon seit 1645, seit Comenius gesagt hat, allen alles ganz auf unserer Agenda. Und wir sind hier diejenigen, die nach wie vor meinen, dass wir diese Hürde, dass Bildungserfolg eben so sehr stark abhängt von der sozioökonomischen Zugehörigkeit von Eltern, dass wir das durchbrechen müssen. Dafür haben wir im Moment gar nicht so viel Rückenwind. Da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Wir werden mit dem Label Gemeinschaftsschule nicht sofort Wahlen gewinnen, sondern das ist etwas, was wir im gesellschaftlichen Dialog miteinander erarbeiten müssen. Aber wir haben da viele Partner. Von den 400 Grundschulen, die so arbeiten wie die Grundschule in Fichtenwalde, gibt es 150 Schulen, die flexible Eingangsphasen machen, die das also schon trainieren, wie es ist, wie wenn alle Kinder gemeinsam an eine Schule gehen. Wir haben 84 Pilotschulen Inklusion, die das freiwillig gemacht haben und die wir gut ausgestattet haben, muss ich auch im Widerspruch zu meinem, unserem GEW-Vorsitzenden sagen. Und wir haben 21 Gesamtschulen und wir haben 35 Schulen, die inzwischen schon als Schulen von 1 bis 10 arbeiten und Erfahrungen machen, wie es ist, wenn Kinder länger gemeinsam in eine Schule gehen. Und wir haben natürlich eine Gegenbewegung, weil die Frage, in welchem Land wollen wir leben, wird doch nicht von allen so beantwortet wie von uns Linken. Die beantworten doch Gymnasialschullehrer und das Bildungsbürgertum und diejenigen, die ihre Kinder in Leistungs- und Begabungsklassen schicken, ganz anders, als wir sie beantworten. Und wir müssen diese Debatte führen, zu sagen, es haben dann alle am Ende etwas davon, wenn wir diese Gemeinschaftsschule auf den Weg bringen. Es geht letztendlich darum, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Diese Debatte müssen wir führen mit der Gesellschaft. Und wir haben noch mal ein kleines Zeitfenster, wo es vielleicht ganz gut klappen könnte.
Das beginnt aber erst in 19. Da haben wir die starke Reduzierung nochmal der Einschulungszahlen. Und dort müssen wir uns alle nochmal auf den Weg machen und gucken, wie kann man hier ein strukturell vernünftiges Schulnetz auf den Weg bringen. Und das geht aus unserer Sicht nur mit einer Gemeinschaftsschule. Wir wollen letztendlich, dass Schüler ohne Netz auf dem Seil tanzen, aber noch mehr wollen wir, und dazu sind wir als Linke angehalten, dass sie die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Danke.